Es war die erste Veranstaltung in diesem Jahr, die von der Interessengemeinschaft Altbergbau Lößnitz vorbereitet wurde. Mit einem Sommer-Oldie-Fest und gleichzeitig dem 25. Bergfest wollten sie die Menschen rausholen aus der Stadt und hinein in die wunderbare Natur des Erzgebirges. Das Kuttengebiet bei Lößnitz, hier, wo auch die von der Interessengemeinschaft als Besucherbergwerk betriebene Zeche Reichenbachstollen zu finden ist, war der ideale Ort dafür. An einem echten Sommertag zwischen den Bäumen sitzen und den Oldies von der Band Late Bloomer lauschen, für viele ein lange nicht erlebtes Gefühl. Entsprechend gut war auch der Zuspruch. Zumindest ist IG-Vorsitzender Jens Hahn recht zufrieden gewesen, wie er später sagte. Das große Sommer-Oldie-Fest sahen die Mitglieder der Interessengemeinschaft als verspäteten Himmelfahrtstag. Der war pandemiebedingt in diesem Jahr nochmals ausgefallen. Darum auch das entsprechend formulierte Quiz zur Begrüßung. Wenn jetzt der Erste sagt, wie das wahrscheinlichste Unwort des Jahres 2021 heißt. Na? Nein, aber sehr heiß. Covid-19. Es ist ein medizinischer Begriff. Ja, richtig. Gute Frau. Ein bisschen Ärger über die Situation und fehlende Mittel durch die Pandemie schwang da schon mit. Allerdings gab es an diesem Tag auch keine Bergführung durch die Zeche. Die Vereinsmitglieder hatten viel mehr mit der Bewirtung der Gäste zu tun. Das aber störte nicht weiter. Immerhin kann man sich jederzeit an den Vorsitzenden wenden und einen Termin für eine Führung ausmachen. Und vielleicht hat man selbst auch noch ein paar Euro übrig, denn die IG finanziert ihre Arbeit vornehmlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Darum wurde auch zum Sommer-Oldie-Fest gesammelt. Standesgemäß kamen Münzen und Scheine in die Nachbildung des Kuttenhauses.